Meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Kampfkunst Lifestyle. Leute, Kung Fu ist Quatsch und hier und bringt sowieso nichts und auf der Straße alles total bescheuert und bla bla bla. Was viele aber nicht wissen, und das ist jetzt hier auch nochmal ein Real Talk, jetzt gehe ich aber nicht extra auf die Real Talk-Sicht, dass Kung Fu Sander Sancho auch einen Vorkontaktsport besitzt. Ja, wir gehen hier mal in den World Cup. Ich hoffe, hier ist jetzt keine Musik bei. Das werden wir gleich sehen. Mal die Reaction. Und auf solchen Matten habe ich genauso gekämpft. Also das war bei uns sogar prüfungsmaßgebend, denn ohne Sander auf dem Turnier, auf dem Wettkampf, wenn wir nicht mindestens Dritter werden, durften wir unsere Gurte nicht bekommen. Hey, die sind jetzt die rote Seite, die sind jetzt die blaue Seite. Das kam mal an den Tag an, ja, an den Tag der Wettkämpfe. Da wurde dann entschieden, so, okay, pass auf, die Schule ist heute die blaue und die ist die rote, oder, ja. Okay, einen Unterschied hatten wir allerdings noch. Okay, das hier World Cup, das darf man nicht vergessen. Ja, 85 Kilo Männer. Ich habe damals 75 Kilo Männer gekämpft. Damals war ich weitaus leichter als jetzt. Jetzt wiege ich über 100. Haben wir immer noch Kopfschutz auf. Ja, erstmal noch ohne Visier, später dann sogar mit Visier. Und Knie mit erlaubt. Wir hatten aber auch Sander-Wettkämpfe, da waren Ellbogen und Knie nicht erlaubt. Das war dann immer so ganz komisch. Manchmal mussten wir das auch erst auf dem Turnier irgendwie herausfinden. Ist das jetzt eigentlich erlaubt? Darf man es eigentlich? Irgendwie konnte es keiner einen erklären. Dann hat man das einfach dann versucht. Hat man mal ein Knie gegeben. Entweder ist der Ringrichter reingegangen und hat gesagt, nee, geht nicht, Verwarnung. Oder aber er hat nichts gesagt, dann weißt du, okay, ey, geil, Knie sind erlaubt. Wenn wir uns dann wirklich den Kampf stellen, sieht es dem Kickboxen immer sehr ähnlich. Und was im Sander auch noch ist, was ihr hier gerade seht, kriegt ihr jemanden von der Matte, sind das Punkte für euch noch raus. Anders jetzt zum Beispiel wie bei Karate Combat, wo man ja auch noch, das war ein sehr guter Stopptritt, sehr schön. Ja, dass man eigentlich immer nur glitscht, habe ich auch mal Tutorials drüber gemacht. Also ohne Step. Versucht er raus, wird das was, und eine Wendung, ja. Da gab es auch schon die wildesten auf den Wettkämpfen damals, die wildesten Rausdrängler. Ich weiß zum Beispiel einmal, da hat ein Kung-Fu-Bruder von mir mitgekämpft und er wurde geschubst und er ist gefallen, aber noch nicht runter, gerade auf der Ecke und konnte dann seinen Fuß unter ihn stützen und dann hat er ihn an der Hüfte mitgeschleudert und ist er rausgefallen. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie das Publikum damals abgegangen ist. War eine geile Sache. Mal zurück. Jetzt hier kommt der Griff, der ist schön in der, hier, ist in der Außensäule. Und jetzt könnte er in der Außensäule normalerweise natürlich sagen, so, ey, guck mal, jetzt könnte das Knie hier schön, boom, ne? Natürlich dreht er sich hier jetzt so ein bisschen raus. Das heißt, auf dieser Competition sind Knie wahrscheinlich verboten. Blau und MMAler sich sagt hier, boah, was für ein geiler, ne? Ohr natürlich ran an die Achsel, an die Schulter, dann Double Leg, Single Leg oder was auch immer, schön unten vorarbeiten. Da ist natürlich, jeder MMAler geht bei dieser Position natürlich das Herz auf. Viele sagen, wusste ich gar nicht, David, was ihr da auch Wettkämpfe gemacht habt beim Kung Fu. Aber dazu habe ich mal ein schönes Video gedreht, denn da bin ich einmal zu meiner alten Kung Fu Schule zurückgefahren. Und habe dort auch meinen lieben Grüße gehen raus. Cesar, mein Besser. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Wir haben gestern noch geschrieben. Ja, haben wir so ein bisschen Faxen gemacht. Wir hatten da einen Auftritt bei den Asianächten und sollten dort formlaufen. Da ging es jetzt nicht um Wettkämpfe oder Sander oder sonstiges, sondern es ging einfach darum, das Publikum zu begeistern mit schönen Formen, mit schönem Ausdruck. Und das war hier Backstage, hinter der Bühne, wo wir dann so rumgekaspert haben. Wir haben so alte Kung-Fu-Filme nachgemacht, ne? Aber da kommen wir gleich. Und da bin ich noch sehr, sehr jung. Das Lustige ist, Cesar und ich, also ich bin ein bisschen älter als Cesar. Er war früh noch in der Kindergruppe, ich war schon in der Erwachsenengruppe und er ist dann irgendwann zu der Erwachsenengruppe mit aufgerutscht, aber wir hatten denselben Gurt. Er hat den damals dann als Kind, ich glaube, bis gelb oder orange gemacht, glaube ich, damals. Und als er in die Erwachsenengruppe kam, hatte ich auch schon mein Orange. Und dann haben wir dann zusammen den Grün, den Blau, den Braun, also wir sind immer weitergelaufen zusammen und das Lustige war, dass wir uns auch immer gegenseitig gepusht haben. Also bei uns war immer so ein gegenseitiger Drill. Das war das Lustige immer so. Ey, wenn du aufgibst, dann gebe ich auch auf. Und andersrum dann auch. Und dann hat man bei der Prüfung natürlich schon von vornherein nicht aufgegeben. Ne? Da sieht man, dass der, dass damals die Prüfung 7,5 Stunden ging. Manchmal liest da jemand seinen Schwarzgurt mit 2 Stunden. Mhm. Und wir waren beim Blau mit 8 Stunden. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, wir sind mit ungefähr 70 Kilo rein und mit 50 Kilo wieder raus. War wirklich so. Viele haben ja auch immer diese Vorurteile, dass beim Kung-Fu ja sowas gar nicht gemacht wird auf Kontakt. Das ist das, was mich auch immer wieder verwundert. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist das, was mich immer wieder verwundert. Ich höre so oft, ich habe Kung-Fu gemacht. Ah, guck mal, die haben nicht richtig kämpfen gelernt. Die machen nur so Rumpfuchteln und so einen Quatsch.
Natürlich gibt es auch Kung-Fu-Schulen, die wahrscheinlich das gar nicht so trainieren, dass sie auch Vollkontakt machen, Semikontakt, Leichtkontakt und was auch immer. Aber für mich war es ganz normal. Ihr müsst euch vorstellen, ich kam ja aus einem Wettkampfsport. Das heißt, damals habe ich ganz früh mit Judo angefangen. Und Judo habe ich lange betrieben, bevor ich dann andere Kampfkünste oder Kampfsportarten gemacht habe. Und beim Judo war von vornherein immer ein unkooperativer Partner, ein nicht jemand, der kooperiert, nicht jemand, der freest, nicht jemand, der zulässt, dass du den Wurf oder den Griff oder was auch immer durchziehen kannst, sondern immer jemand, der dagegen gehalten hat. Das heißt, man hatte immer so ein bisschen den realistischen Wettkampf dabei. Und wenn man das einmal gemacht hat, wenn man einmal aus dieser Schule kommt, dann geht man nicht in eine Kampfsport- oder eine Kampfkunstschule, wo man merkt, hier wird alles immer nur gehalten, hier freest der Angreifer oder er will dich nicht wirklich treffen und dann kann man da an denen all tausend Dinge machen. Also daher, der Background hat schon von vornherein dafür gesorgt, dass wenn ich Kung-Fu mache, mir eine Kung-Fu-Schule suche, wo auch real trainiert wird, wo man dann auch realen Kontakt nutzt oder besser gesagt auch Vollkontakt macht. Und immer alle denken, es geht nur um Form. Es geht nur um Ausdruck und nur um Bewegung. Also Vollkontakt-Handschuhe, Leichtkontakt-Handschuhe-Turniere. Ja, das waren zum Beispiel unsere Thunder-Turniere, haben wir ja gerade vorhin gesprochen. Hier die Matten, ja, hier waren die Matten. Das war in Gevelsberg 2004, seht ihr da? Gevelsberg 2004. Und hier haben wir auch auf diesem Podest gekämpft und das war sogar mit Knieerlaubnis und Ellbogenerlaubnis, soweit ich weiß. Ellbogen weiß ich jetzt nicht 100%, aber Knie 1000%. Und na, einfach mal war, hier. Ja, also das war unsere Schule immer. Wir mussten. Da haben wir hier hinten auch das Logo, Seven Stamentis, er hier auch. Das war damals Fahrrad gewesen mit Seven Stamentis hinten drauf. Vollkontaktkämpfe machen, das war sogar Prüfungspflicht damals. Ja. Das war so, und das ist es, das ist nämlich der Punkt. Wir hatten damals von vornherein eine Prüfungspflicht. Das heißt, wir mussten Turniere machen und viele haben dann auch ihre Prüfung aus dem Grund nicht gemacht. Es gab Leute, die haben gesagt so, ich habe Bock auf die ganzen Waffen lernen, ich habe Bock auf die Form lernen, ich habe Bock auf Tai Chi, Qigong, Tier-Kung-Fu, alles Bock. Aber sich so echt stellen und so, da hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt. Da sind dann auch damals viele gegangen. Aber es war eine Grundvoraussetzung. Und wir haben es geliebt. Weil für uns war es halt einfach genau das, was wir wollten. Das kommt mir bekannt vor, wir hatten früher mal diese kleinen. Ja, hier auch, ne? War ja auch viele, zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Selbst die Waffen, mit denen wir trainiert haben, ne? Und das jetzt nicht nur in die Luft, auch in anwendungstechnisch und vor allem auch im Sparring. Das heißt, hast du Schwert gelernt, hast du Schwertsparring gehabt, hast du Säbel gelernt, hast du Schwertsparring gehabt, hast du irgendeine andere Waffe gehabt, wurde alles immer gepolstert, du wurdest gesaved und hast dann damit auch Sparring gemacht. Für uns war immer wichtig, dass wir das, was wir lernen, auch umsetzen können. Ja, fünf, ja, kennst du die, ne? Ja, die, genau, genau. Und da seht ihr, das sind denn so Basistechniken und sowas alles. Und hier. Da seht ihr die Polsterung, ne? So ganz wichtig damals bei uns. So Training mit Polsterung. Die ganze Kampfausbildung, Leute. Kampfausbildung, ja? Nicht Formausbildung, nicht nur. Oder hier das Doppelstock mit zwei Stöckern. Das haben wir hier und hier. Ihr seht immer eine sehr, sehr schöne Balance in allen drin. Ja, Löwentänze mussten wir dann auch machen, war nie so mein Ding. Ich habe auch meine größten Rückenschmerzen durch Löwentänze damals gehabt, weil gerade bei Löwe, wenn du hinten, also ich war immer der Schwere, der Kräftigere und vor mir waren immer die Leichteren. So, und der Kopf beim Löwe ist immer der Leichte. Das heißt, dass der Schwere ihn hochheben kann für Figuren, die man dann in den Löwentanz macht. Ist halt traditionell chinesisch und. So, und du bist immer am Tragen und am Heben, ja, und irgendwann geht es echt auf den Rücken. Und wenn du beim Löwe der Arsch bist, im wahrsten Sinne des Wortes, du bist immer hinten, dann ist das nicht so geil. Löwentanz, für diejenigen, die es nicht wissen, das sind Glücksbringer. Genau. Steht für Glück quasi bei Laden. So, da seht ihr, ne? Da ist der Arsch hinten. Nice. Sehr, genau. Da seht ihr so die ganzen Waffen und da unten seht ihr den gesofteten Waffen. Cool, sehr, ja, cool. Sehr schön. Und auch hier, ne, wir haben auch immer damals schon... So, da damals ich, als junger Sprung wieder. Natürlich. Mit den Softwaffen, da seht ihr, wie ich da aussah, ey. Kennt ihr noch den Haarschnitt früher? So, warte mal. So alles nach vorne gekämmt und oben nur so auf Spitze. Kampf oder auch allgemein Waffenkampf immer auch nicht nur die Form gelaufen, sondern auch mal mit Kämpfen verbunden. Ihr macht auch immer aktuell Turniere? Wir machen auch noch Turniere, wir machen auch Waffenkampf auf den Turnieren mit den Schaumstoffwaffen. Genau, genau. Also auch quasi Sparring für diejenigen, die auch danach immer wieder fragen. Wird natürlich nicht nur auch, wie es ja von vielen immer geglaubt wird, nur in der Luft gelaufen. Ein bisschen vorskippen, aber hier seht ihr zum Beispiel auch immer so die typischen, wir hatten damals immer Kampftraining, drei oder viermal die Woche war das damals. Und dann haben wir dann da keine traditionellen Formen oder sonstiges gemacht, sondern in der Zeit haben wir halt einfach uns rein auf das Thunder und Sancho komplett fokussiert. Kunst-Lifestyle wieder aktiver gearbeitet. Wir werden sehr viel Spaß haben und wir werden hier auf dem Kanal auch wieder weitaus mehr Content bringen. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe, alles Gute, haut rein
Und schön, dass ihr beim Stream kurz, so auf dem 1. Januar, die meisten schlafen vielleicht noch von gestern, dabei waren. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Glaub mir, ich kenn das, wenn man nix weiter sagt, weil das Leben einen zu Boden zieht, wie Mixed Martial Arts. Wir sind Menschen, die hustlen, kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr, und wir brennen wie eine Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns einen Rat gegen komische Menschen, die uns zu nahe treten, auf jeden Schläger die Hand.